Ich bin Stefan Bauer, ich leite den Kunstraum Kreuzberg Betanien, eine kommunale Einrichtung hier in Kreuzberg. Wir haben einen öffentlichen Auftrag und ich bin auch parallel zuständig eben für das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg für Kunst im öffentlichen Raum auch. In dieser Aufgabe befasse ich mich sowohl kuratorisch mit dem öffentlichen Raum als auch mit Anträgen und Genehmigungen für Kunst im öffentlichen Raum. Und eine, so etwas, so eine Situation, die man Also schützen kann. eine Situation, man sollte, also was geschützt werden muss, ist der öffentliche Raum. Mit öffentlichem Raum meine ich nicht nur die öffentlichen Plätze, die Straßen, die Parks, sondern auch der öffentliche Raum drückt sich auch in Ausstellungsräumen, in Begegnungsräumen, in Räumen, die einfach öffentlich verhandelbar und wo öffentliche Diskurse möglich sind. Ich glaube, der Kunstraum Kreuzberg-Betanien ist einer dieser Räume. Wir versuchen thematisch dort eben öffentliche Fragen zu verhandeln. Das gilt es zu schützen, weil wir immer mehr merken, wie diese Räume auch vor allem als Gedankenräume immer enger gemacht werden. Zu erkämpfen. Ich glaube, was wir erkämpfen müssen, ist eben die Freiheit dieses Diskurses. Ich glaube, wir müssen noch mehr kämpfen, dass dieser Diskurs über Öffentlichkeit, was Öffentlichkeiten sind, intensiver geführt wird, um vor allem Ausschlussmechanismen aufzuspüren und der Diversität, die wir jeden Tag begegnen, auch entsprechen zu können. Das heißt, eine Vielstimmigkeit. Ich glaube, wir müssen eine Vielstimmigkeit erkämpfen. Und abschaffen. Und was wir abschaffen sollten, das ist im Moment ganz banal ein Problem, mit dem ich mich mit Kunst im öffentlichen Raum beschäftige, dass zunehmend große Firmen, Nike, Adidas und wie sie alle heißen, unter dem Deckmantel von Kreativität und unter dem Deckmantel etwas für die Stadt machen, Räume besetzen, Werbung damit machen, aber das sehr schlau meinen zu machen, verdeckt als Kunst, als Kreativität. Ich glaube, wir brauchen solche Kreativität nicht. Wir brauchen die Kreativität und die Authentizität der Diskurse und der Stimmen, aber nicht der großen Firmen.